Normalerweise würde ich mir jetzt ein allgemeines Intro überlegen, um nicht die eigene Review zu spoilern. Aber holy shit, ist Metaphor Refantatio geil. Mit Traumkritiker-Scores behandeln manche das Spiel schon als Game of the Year. Und ja, es ist klasse. Aber ich sag euch auch gleich, das Spiel wird nicht jedem gefallen. Wie kann das sein, fragt euch jetzt vielleicht. Ist es jetzt gut oder nicht? Ja, ist es, aber auch sehr eigen, wie JRPGs eben nun mal sind. Und genau das schauen wir uns in der heutigen Review an. Wie ein Spiel wie Metaphor auf der einen Seite unfassbar gut ist, auf der anderen Seite aber doch einen Geschmack bedient, der sehr nischig ist. Unsere Review ist wie immer spoilerfrei. Getestet haben wir auf der Xbox Series X Version. Und wir starten mit der Story. You think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Metaphor Refantatio ist von Atlus, den Machern der Persona-Reihe. Und ihr werdet unweigerlich einige Parallelen in diesen Spielen sehen, insbesondere im Gameplay. Aber eben auch in der Art und Weise, wie die Story präsentiert wird und die Charaktere geschrieben sind. Dazu gehört beispielsweise, dass wichtige Momente und Worldbuilding oft als vollständiger Anime auf eurem Bildschirm abläuft, der wirklich mit ordentlich Production Value daherkommt und teilweise auch etwas länger gehen kann. Wer noch nie ein JRPG gespielt hat, dem missfällt vielleicht die Unterbrechung des Gameplays und so jemand mag das Pacing kritisieren, aber ich kenne und liebe diese Inserts schon aus der Persona-Reihe. Dialoge finden meistens als Overlay statt, wo ihr ein detailliertes Charaktermodell inklusive Dialogbox im Vordergrund findet oder eben als kleine Textboxen in der Welt selbst. Auch das gefällt vielleicht nicht jedem, aber hier bleibt Atlus eben seiner eigenen Linie treu. Seid euch einfach bewusst, dass ihr in diesem Spiel viel Text lesen werdet und eben auch oft einfach nur zuguckt. Die Story selbst verschlägt euch in ein gänzlich neues Setting, voll mit seiner eigenen Lore, verschiedenen Stämmen, sozialen Konstrukten und einer Menge nicht gerade subtiler Seitenhiebe auf unsere Gesellschaft. Damit meine ich nicht, dass ihr hier mit Real-Life-Problemen auf den Kopf gehauen werdet, sondern eher, dass die Fantasy-Spielwelt als Spiegel unserer Zeit dient, aber dennoch euch die Möglichkeit gibt, eurem Escapism-Wunsch nachzugehen und diese sozialkritischen Themen mit klassischen Heldengeschichten kombiniert. Es geht um Verrat und Zwietracht, Verschwörung, soziale Ungerechtigkeit und Armut, aber auch Freundschaft, Ehre, Liebe und ein Rennen gegen die Zeit für die Zukunft des gesamten Königreichs. Leider kann ich euch nicht mehr verraten, ohne zu spoilern, also lasst uns eher über die Charaktere sprechen. Ihr als Protagonist seid unterwegs auf einer geheimen Mission, in der das Schicksal der Spielwelt entschieden wird, in einem Fantasy-Setting mit reichlich Lore und Hintergrund. Im Laufe eurer Mission erweckt ihr eine geheime Kraft, die schon immer in euch gesteckt hat und entpuppt euch als geborener Anführer, der diese Kraft sogar in seinen Verbündeten wecken kann. Diese Kraft nennt sich Archetypes, was irgendwie passend ist, denn die Charaktere spielen alle klassische Archetypen von Fantasy-Stories wieder. Die noble Ritterin, die trotz allem ihren Prinzipien treu bleibt, der Adlige, der nur das Beste für sein Volk will, der verrückte Wissenschaftler und so weiter. Auch wenn diese Charaktere zum Start sehr basic wirken mögen, sind sie doch vielschichtig geschrieben und wachsen einem extrem schnell ans Herz. Auch das Worldbuilding und die Spielwelt an sich sind mit Liebe gestaltet, aber wie gesagt, gewöhnt euch daran, viel zu lesen. In klassischer Persona-Manier ist das Spiel aber auch brutal lang, mit vielen Bereichen, die sich wie Padding anfühlen können, aber eben typisch sind für JRPGs. Über den Plot kann ich nicht meckern, aber lasst uns mal über das Gameplay sprechen. Hier werden sich definitiv alle wohlfühlen, die schon mal ein Persona-Spiel gespielt haben, aber ich fange trotzdem von Grund auf an, damit alle verstehen, wie das Game ungefähr aussieht. Im Kern des Spiels befindet sich ein rundenbasiertes Kampfsystem, das relativ simpel ist, euch aber viele Möglichkeiten zur Entfaltung gibt. Ihr und eure Party besitzen verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Dabei kosten eure Fähigkeiten MP, die ihr nur begrenzt habt. In der Regel könnt ihr auch einfach physisch angreifen, aber da Gegner, und ihr natürlich auch, Schwachstellen haben, aber auch Immunitäten, müsst ihr idealerweise Angriffe vom Typus so wählen, dass ihr diese auch trifft. Gelangt euch ein solcher kritischer Treffer, dürft ihr sogar nochmal angreifen. Das alles gilt aber auch für die Gegner, weshalb ihr eure Züge wohl überlegen müsst und eure Party und Fähigkeiten so verteilen solltet, dass ihr in der Lage seid, die verschiedenen Gegnertypen zu handeln. Je nach Konstellation gibt es auch Syntheseangriffe, die eine Kombi von zwei Partymitgliedern ermöglichen. Am Anfang kennt ihr deren Schwachstellen nicht mal und müsst via Trial and Error es rausfinden oder ihr kauft euch die Infos einfach. Ihr habt die Möglichkeit, Gegner beim Umherlaufen in Dungeons zu überraschen, so dass ihr den Kampf beginnen dürft und sogar schon Schaden verteilt sowie erstmal stunt. Andersrum dürft ihr euch nicht vom Gegner überraschen lassen, sonst dürfen eben die anfangen. Gespielt habe ich auf dem Schwierigkeitsgrad normal und fand die Challenge angemessen für einen ersten Playthrough, der mich auch mal gefordert hat im Kampf. Aber das rundenbasierte Kampfsystem ist nicht das, was Metaphor und somit eigentlich auch Persona einzigartig macht, sondern es ist wie Gameplay und Story ineinandergreifen und mit der Zeit spielen. Lasst mich euch das mal erklären. Stellt euch vor, ihr kommt nach Hause, nach der Arbeit oder Schule und habt jetzt mehrere Optionen. Ihr macht was mit euren Freunden, ihr lest ein Buch, ihr zockt, ihr macht Hausaufgaben. Wenn ihr über 30 seid wie ich, geht ihr wahrscheinlich einfach schlafen.
schlafen. Jedes dieser Entscheidungen führt dazu, dass der Nachmittag oder Abend ganz schnell vergeht. Gerade beim Zocken setzt man sich hin und zack, es ist 3 Uhr morgens. Genauso arbeitet Metaphor. Ihr habt nämlich Deadlines. Das Prinzip findet ihr, glaube ich, in keinem anderen Spiel. Wenn ihr eine Sidequest kriegt, dann hat die zum Beispiel eine Deadline von 5 Tagen. Wenn die Mainquest sagt, ihr habt 10 Tage, um den großen Bösewicht aufzuhalten, dann ist es Game Over, wenn ihr es bis dahin nicht schafft. Die Zeit bis zur Deadline könnt ihr nutzen, um eure Stats zu verbessern, Sidequests zu machen, mit euren Freunden abhängen. Ihr könnt zum Beispiel ein Buch lesen und dadurch euren Stat in puncto Weisheit verbessern. Wenn ihr was mit euren Freunden macht, verbessert sich deren Beziehung und wie ihr euch denken könnt, kommen all diese Entscheidungen mit Einflüssen auf euren Charakter und Skills sowie das Leveling. Aber dadurch vergeht eben auch Zeit, weshalb ihr nicht alles machen könnt und ihr euch entscheiden müsst. Das schafft nicht nur enorm Wiederspielwert, sondern ist auch echt schwer manchmal zu entscheiden. Eure Stats und Beziehungen spielen nämlich direkt in eure Archetypen mit rein, welche euch zur Verfügung stehen, welche Skills ihr habt und somit auch wie gut eure Party für die Kämpfe aufgestellt ist, aber auch Dialogoptionen und den Verlauf der Story und von Sidequests. Es gibt ja eine Menge an Werten, die man tracken und verfolgen kann. Mut und Weisheit zum Beispiel, Freundschaftslevel, sogar die Anzahl an Followern, die man hat. Aber im Sinne der Spoilerfreiheit verraten wir euch nicht, was das genau bedeutet. Dieses Spiel mit der Zeit kennen die Persona-Spieler unter euch natürlich, aber genau das ist es, was das Game so besonders macht und so von der breiten Masse abhebt. Und mir zumindest echt Spaß macht. Abgesehen davon habt ihr natürlich ganz typische Rollenspielelemente wie Leveling, Ausrüstung, Skill und Skillpunkte und natürlich Dinge, die ihr upgraden könnt. Es würde wahrscheinlich sehr lange dauern, die feineren Nuancen der Archetypen und deren Möglichkeiten zu erklären. Aber alles in allem fand ich das Gameplay sehr spaßig, auch wenn man eben viel lesen und zuschauen wird. Rundenbasiert ist eben nicht für jedermann, aber wenn ich meckern müsste, kann ich sagen, dass ich in der Persona-Reihe, insbesondere Persona 5, die Abwechslung in den Aktivitäten und die Balance zwischen Party, Zeit, Stats, Quests und Dungeons etwas besser empfunden habe. Da das aber hier nicht unbedingt relevant sein muss, gehen wir weiter zur Grafik. Auch hier wird definitiv nicht jeder glücklich. Während zu den Highlights, die coolen Cutscene-Szenen sowie die stylisch animierten UI-Elemente, Übergänge und Effekte, gilt dasselbe nicht für die Zeit im Core-Gameplay. Der Art Style und insbesondere die verschiedenen Kreaturen sind kreativ, manchmal auch echt witzig und brillieren im Worldbuilding, aber dennoch kann man durchaus sagen, dass die Grafik hier nicht mit aktuellen Spielen mithalten kann. Seltsamerweise fand ich erneut, dass Persona 5 trotz seiner paar Jahre auf dem Buckel in allen Punkten besser aussieht. Die wenigen negativen Kritiken vergleichen das Spiel sogar mit PlayStation 3 Grafik. Und ich verstehe, woher die Aussage kommt. Es gibt Dinge, die sehen unfassbar gut aus. Und es gibt Dinge, die wirken eben nicht auf heutigem Standard. Wie man damit umgeht, muss zwar jeder für sich entscheiden, aber wenn ihr schon länger auf meinem Kanal seid, wisst ihr ja, dass ich der Meinung bin, wir lassen uns heutzutage zu viel von Grafik leiten und zu wenig von Gameplay. Was nicht nur explodierende Budgets bedeutet für Games, aber oft dazu führt, dass man echte Highlights verpasst. In Summe kann ich also sagen, dass mir die stilisierte Richtung zwar gefällt, die grafische Qualität der Dungeons mich nicht überzeugt, aber eben das Gameplay das für mich überspielt. Ähnlich sieht es auch aus beim Sound. Gespielt haben wir mit der englischen Sprachausgabe, die Qualität der japanischen Synchro können wir also nicht bewerten. Die wird vermutlich besser sein, aber auch die englischen Sprecher haben einen soliden Job abgeliefert. Zwar fällt einem relativ oft fehlender Lip-Sync auf, aber das hängt auch mit der Darstellung der Dialoge zusammen. Die Musik hingegen reicht von nervig bis hin zu episch. Hier ist einiges mit dabei, manche Kampfsongs kommen meiner Meinung nach zu häufig vor, gerade der hier. Ging mir irgendwann richtig auf die Nerven. Dann gab es wieder welche, die mir super gefallen haben und ruhig etwas mehr durchmischen hätte dem Game ganz gut getan. Bei der Technik gibt es einige Punkte, die wir auch bei der Grafik hätten ansprechen können. Denn irgendwie ist das Bild voll mit matschigen Texturen, Artefakten, Schimmer und schlechtem Anti-Aliasing. Aber Digital Foundry hat hier einen umfangreichen Test absolviert, den wir euch in der Beschreibung verlinken. Was ich selbst extrem auffällig fand, sind die unzähligen Ladezeiten und Transitions. Jeder Kampf, jedes kleine Gebiet, alle voll mit Übergängen, die immer kurz laden. Warum das in heutigen Zeiten so extrem sein muss, stört mich doch. Ich erwarte von einem Spiel dieser Art keine Open World, das ist auch gar nicht das Ziel, aber mit den Dialogen, Cutscenes und jetzt noch den Ladezeiten nimmt die eigentliche Spielzeit noch mehr ab. Klar sind diese Übergänge meistens sehr kurz, wir sprechen von vielleicht 2-3 Sekunden, aber sie treten gefühlt eben auch alle 3 Meter auf, weswegen sich das schon schnell summiert. Die technisch-visuellen Mankos lassen sich eventuell patchen, aber das fundamentale Design des Spiels und der Spielwelt wird bleiben, weshalb auch dieser störende Faktor nicht verschwinden wird. Aber jetzt sind
sind wir auch bereit, ein Fazit zu ziehen. Ist Metaphor: Refantatio ein würdiger Kandidat für Game of the Year? Ja und nein. Ja, weil mir das Gameplay und die Story super gefallen hat. Und seien wir mal ehrlich, wirklich viele Kandidaten für GOTY gab es bisher noch nicht. Nein, weil das Spiel mit einigen Störfaktoren auftritt, die das tolle Gameplay runterziehen können, gerade im technischen Bereich. Fakt ist, das Spiel ist sehr eigen und wird absolut definitiv nicht jedem gefallen und Sätze wie "Hä, das findest du also geil?" sind zu erwarten. Als großer Persona-Fan hat mich Metaphor auf jeden Fall abgeholt und ich habe das Spiel für Stunden am Stück gespielt und konnte gar nicht aufhören. Andere wiederum sind vielleicht nach 30 Minuten genervt, insbesondere weil der Start in das Spiel sehr lange dauert. Das Game selbst dauert übrigens ewig. Bei locker über 60 Stunden kann man sich nicht über Spieldauer beschweren. Am Ende des Tages müsst ihr euch fragen, mögt ihr JRPGs? Mögt ihr rundenbasiert? Mögt ihr Animes? Wenn ja, dann ist das Spiel was für euch und wird euch umhauen. Wenn nein, dann ist dieses grandiose Spiel trotz seiner Qualität eventuell nichts für euch. Und Persona-Fans können natürlich sofort zugreifen. Aber das war unsere Review zu Metaphor: Refantatio. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst mir ein Like und Abo da, wenn das Video euch gefallen hat. Denn damit könnt ihr mich supporten und wir sehen uns auch wieder. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.